Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er zieht ab. Super Einsatz vom Torhüter. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Und jetzt bringt er den Freistoß. Außenpfosten. Das war knapp. Super durchgesetzt. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg. Er hat den Ball. Kayubi. Klasse. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Wir gehen in die heiße Phase. Das Spiel ist nach wie vor absolut ausgeglichen. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Die Flagge kommt gut rein. Und den Ball hält der Torhüter fest. Schöner Pass. Gutes Zuspiel. Und er schießt. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. Labiat. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Bert. Er springt drüber, da hat ihn der Gegenspieler nicht erwischt. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Wir bekommen noch mehr zu sehen. Könnte er jetzt den Unterschied machen? Sie bringen einen weiteren Stürmer. Das ist ja auch ein Zeichen für die Mitspieler. Der Trainer will hier gewinnen.
Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Das macht er genau richtig. Er bleibt am Gegner dran und holt so den Einwurf für sein Team. Kajaniklic. Kajubi. Und das war faul. Da muss er Freistoß geben. McCormick. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Er pfeift Elfmeter. Er gibt den Elfer. Das ist jetzt die Riesengelegenheit, Buschi. Was wäre das für eine Überraschung? Wenn Sie hier treffen, war es das. Dann gewinnen Sie. Da lege ich mich fest. Und er macht ihn nicht rein. Ärgerlich. Das war natürlich eine super Gelegenheit. Klasse gemacht vom Verteidiger. Er zieht ab. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja, das gibt Eckball. Gutes Tackling. Und jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Das Unentschieden ist ihnen nicht genug. Sie wollen das Ding gewinnen. Schuss! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Zur Ecke abgewehrt. Das könnte gefährlich werden. Geht er rein? Da passt der Torhüter auf. Schießt er ihn rein? Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Und 7 Minuten sind es hier noch. Esswein. Das war einfach für den Torwart. Labiat. Esswein.
das wird gefährlich. Kayubi, gute Aktion vom Torhüter. Wenn sie aus dieser Ecke ein Tor erzielen, müssen sie das Ding hier eigentlich gewinnen. Interessante Statistik, wie ich finde. So also waren die Ecken heute verteilt. Da kommt der Schuss. Da liegt ein Spieler am Boden. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es irgendwas Muskuläres. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Weiter kein Sieger. Es gibt. Das Elfmeterschießen beginnt. Ein schwacher Schuss und der Ball geht vorbei. Da ist ein bisschen locker rangegangen. Auch beim Elfer musst du dich konzentrieren. Auf mich wirkt er ein bisschen angespannt. Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher verwandelt. Kann es sein, dass er ein bisschen nervös ist? Ein ganz sicher verwandelter Elfmeter. Torwart ausgeguckt und dann ganz sicher getroffen. Er macht ihn nicht rein. Bin gespannt, wie er das wegsteckt. Also besonders sicher sieht er gerade nicht aus. Ganz sicher verwandelt. Richtig klasse gemacht. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Eiskalt verwandelt. Sehr souverän getroffen und überhaupt keine Nerven gezeigt. Und jetzt, Freunde, jetzt kann er dieses Spiel hier. Und er hat ihn. Ganz stark gemacht. Sicher sieht er für mich nicht aus. Gehalten mit einer tollen Reaktion. Das ist die Entscheidung. Und das ist natürlich bitter für den Schützen. Er hat den Mut gehabt, scheitert aber an einem überragenden Keeper. Sie haben es gepackt. Sie sind in der nächsten Runde, Buschi. Und das völlig verdient mit einer klasse Leistung. Guter Volley-Schuss. Latte, aber der Ball ist noch heiß.